Ey, dann ist jetzt der Bossback, nennt mich eure Majestät. Umgeben von toxischen Bubbles, als hätte ich mich in Koljas Säure fast gelegt. Fahr mit 80 bei Nacht durch die Stadt, pumpt das Zuhälter-Tape. Das Zuhälter-Tape. Also gerade hatten wir einen Song, der hieß Stop and Go. Und jetzt haben wir einen Song, der heißt In and Out. Und mir persönlich gefällt In and Out besser. Ein Blick in mein... So rein vom... Daher sagen. Ich gebe auch wieder Punkte. Ich freue mich drauf. Meine Augen reicht. Hinter den Cartier-Shades liegt Traurigkeit. Okay, ganz kurz. So wie er einsteigt, gefällt mir nett. Aber was mir gefällt, ist sein Outfit, Digga. Ach, ja, ja. Eieiei. Also ich hoffe, das ist natürlich kein Echtpelz und nichts, wofür irgendwie Tiere gequält worden sind und getötet worden sind. Aber so muss man so sagen, rein stilistisch ist das ein Outfit, was sehr, sehr gut aussieht. Muss man mal sagen. Aber so der Song wieder anfängt. Reezy ist ja auch sehr krass. Er ist ja voll der Senkrechtstarter und so. Ne? Ist nicht so meine Mucke. Aber kann ich schon appreciaten, so, dass es ziemlich krass ist hin und wieder. So, ne? Ich sag dir, Short, ich esse Punani, aber ich esse kein Fleisch. Ist schon ziemlich cool hin und wieder. Aber das fängt jetzt gerade wieder so an, wie dieser Schnulzen-TikTok-Ladies-Streaming-Hit-Song, den man halt dann mal machen muss. So fängt das jetzt gerade an. Augen reicht. Hinter den Cartier-Shades liegt Traurigkeit. Ein Blick auf die Bottegas zeigt. Okay, direkt schon mal hier Namen-Dropping, Cartier, Bottegas, okay. Ich hab müde Füße, denn mein Weg war weit. Ein Blick in meinem Brustkorb reicht, um zu sehen, unter der CP ist in der Brust ein Stein. Ja, ist ganz, was heißt, es ist nicht schlecht, so. Ich bin halt so abgeneigt von diesem Cartier, die ganzen Namen da immer droppen. Das ist halt genau dieses Schema F, was halt sehr gut funktioniert und die Streams geben ihm auch recht und so alles. Aber das wird für mich immer Authentizität und Ehrlichkeit und Nahbarkeit? Das Nahbare zu einem Künstler nehmen, wenn er einfach diese ausgelutschten Modus Mio Bingo Wörter wählt, um seine Texte zu gestalten, weil das dann sofort, das ist direkt diese eine Tonne, in die er reingeworfen wird, so, oder in der er dann schwimmt, so bei mir. Ein Blick auf meinen Namen zeigt, der Stift der Zeit zeichnet von ganz allein. Ja, also wenn er so singt, ne, gibt mir das ein bisschen Drake Vibes. Der Stift der Zeit zeichnet von ganz allein. Ein Blick in meine Augen reicht. Hinter den Cartier-Shades liegt Traurigkeit. Okay, das wird jetzt nochmal wiederholt, das Ganze. Dann sind wir fast bei der Minute und dann kommt 8 Bars und dann kommt wieder Hook. Der Stift malt. Ein Blick auf die Bottegas zeigt. Beat ist nice. Ich mag den Beat. Der Beat klingt nicht nach deutscher Produktion. Der Beat klingt wirklich nach international, Ami. Der klingt nach Ami. Und das finde ich cool. Der Beat ist geil. So. Müde Füße, denn mein Weg war weit. Ein Blick in meinem Brustkorb reicht. Oh ja, Bro, du hast jetzt schon 6-mal gesagt, dass ein Blick auf deinen Brustkorb reicht. Sehen unter der CP ist in der Brust ein Stein. Ja, Mietze, Stop and Go, In and Out und Abfahrt. Ein Blick auf meinen Namen zeigt. Der Stift der Zeit zeichnet von ganz allein. Ach, deswegen, der Stift der Zeit. Der Stift der Zeit zeichnet von ganz allein. Der Stift malt von ganz allein. Also, guck mal, ich gebe dafür einen Punkt für den Beat, ne? Weil ich den Beat cool finde. Der ist nicht mega aufwendig so. Das ist... Auf meinen Namen zeigt. Der Stift... Da ist Orgel, dann ist irgendeine VOX, irgendeine Frauenstimme, die da so gepitcht irgendwie drüber läuft. Dann 808, eine Echo-Clap. Der Zeit zeichnet von ganz allein. Meinen Namen sagt, in der Brust ein Stein. Das ist ganz cool, so, das ist jetzt nicht so mega aufwendig vom Produzieren her. Ich find's aber, es klingt, wie gesagt, es klingt nach international, das finde ich cool. Aber ich ziehe auch einen Punkt ab, weil wir bis jetzt, also inhaltlich, für mich, na, inhaltlich hat man schon was gehört, aber es ist so diese Worte, die gewählt werden und die Aussagen, die getroffen werden und die Formulierungen sind halt, wie gesagt, Modus Mio Bingo. Ein Blick auf meinen Namen zeigt,
Der Stift der Zeit zeichnet von ganz allein. Los geht's. Los geht's, okay. 14 Mille für eine Jeans. Guck mal, ich sehe die Lyrics, bevor ich es höre, und denke mir schon, okay. 14 Mille für eine Jeans. Auf der Karte steht Raheem. Cashes everything around. Geiler Flow, aber das ist wirklich ein guter Flow. Jetzt scheiß mal kurz auf die Lyrics, ich krieg einen Upturn. 14 Mille für eine Jeans, das ist ja scheißegal, soll er machen, so, ne? Aber der Flow ist gut. 14 Mille für eine Jeans. Der ist gut. Auf der Karte steht Raheem. Cashes everything around me. Cash rules everything around me. Wu-Tang Clan, Anlehnung. Baby's all about the grain. Die Opfer, die wir geben, hoch. Und jetzt wieder so, warum rappt doch weiter, Bro? Warum denn jetzt wieder in dieser. Ja, ne? Und jetzt ist auch der, jetzt kommt wieder dieser Effekt, dass da die Stimme ausgepitcht wird und irgendwelche Soundeffekte reinkommen, damit das YouTube-Soundbild gestört wird, damit man logischerweise auf Spotify geht, um den Song dort in bestmöglicher Qualität zu hören und ohne irgendwelche Störungsfelder. Wahrscheinlich, also auf Spotify läuft es auch sicher hier durch, oder? Vielleicht irre ich mich auch. Dann will ich meine Aussage revidieren und hier nichts Falsches unterstellen. Cheese. Diese Gesellschaft, sie hat mich gefickt, denn keiner hat an mich geglaubt. Deswegen trage ich eine Viertelmillion am Genick. Jetzt hören sie zu, ich bin laut. Da 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 hat mich gefickt. Da 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 ba da da ba da da. Da 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 bip. Da 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 da. Ach so, ich wollte den Flow vom letzten Beat da noch, den ersten. Es ist immer echt so schwer, weil ich kann das, es ist außerhalb meines Kompetenzbereichs. Keiner hat an mich geglaubt. Deswegen trage ich eine Viertelmillion am Genick. Keiner hat an mich geglaubt. Deshalb trage ich eine Viertelmillion an meinem Neck. Ja. Hören Sie zu, ich bin laut. Wir kamen einen langen Weg von den Bricks zu den Ricks. So gebosst, dass ich für sie lauf. Legst du nicht für die extra Soße auf den Tisch? Dann wird es ein In und ein Out. Bitte vergleich. Nee, es gefällt mir nicht. Ich kann wirklich Shoutouts an den Künstler Reezy raushauen, so, der macht geile Dinge manchmal, startet gerade zurecht durch, alles irgendwie cool. So, ich war früher ein Riesenfan von seinem Vater, D-Flame, Alter, war bei mir auf und ab, Digga, hab ich den gepumpt, hab ich richtig geliebt, so. Ist überhaupt nichts Persönliches, aber ich kann dem hier überhaupt nichts abgewinnen, Digga. Das ist so null mein Film, ich verstehe das nicht. Das hat für mich nichts mit Musik, nichts mit Hip-Hop, nichts mit Coolness, mit gar nichts zu tun, Digga. Das ist einfach, das ist ein einziger Flex und ey, mir gibt es gar nichts, Digga. Was mir aber was gibt, ist mein Partner Holy Energy, denn die zahlen monatlich sehr viel Geld, dass ich hier in den Streams Werbung für sie mache. Und das mache ich mit einem absolut reinem Gewissen, Christoph Daumvoice. Denn dieser Hydration Drink von meinem Partner Holy schmeckt mir so gut, dass ich ohne schlechtes Gewissen mein Gesicht dafür hinhalte. Es ist White Peach, es ist ein Hydration Drink mit Elektrolyte, Kokoswasser, Mineralien, ist 100% vegan, hat so gut wie kein Zucker. Es gibt auch noch Energy Drinks und Eistees. Ihr findet das alles im zweiten Link der Beschreibung. Und es gibt Kunden-Rabattcode für Bestands- und Neukunden. Bei dir nicht nur, weil du irgendeine Rolli besitzt. Denk von meinem goldenen Wrist. Hat mein Konto geschwitzt. Ich habe nie meine Freunde verraten. Ich habe niemals die Fronten geswitcht. Ich kenne. Guck mal, das ist auch immer so schwer, weil ich will ja ihm jetzt nicht unterstellen, dass er irgendwie keine Kredibilität hat und alles, was er da rappt, hat er nicht erlebt, so, ne? Aber dadurch, dass es halt so viele Rapper halt immer erzählen, so, ich bin keine Snitch, mein Konto ist das, ich trage das, ich hab das und Straße und die, das haben halt so viele schon erzählt, es kann ja nicht sein, dass das alle wirklich erlebt haben, sondern irgendwelche bedienen sich einfach an diesen Themen und an diesen Erlebnissen von manchen Rappern, haben gemerkt, das kommt cool, ich baue das auch in meine Texte ein. Und jetzt, ohne dass ich es will, fragt man sich halt immer so, ja, warum, ja. Es ist halt so tot gehört, Bro. Es ist vielleicht cool, wenn man vielleicht ein bisschen jünger ist oder einfach diese Musik mag, dann ist es vielleicht goddamn krass. Ich sag nicht, dass es scheiße ist. Ich sag nur, mir gibt's halt einfach 0,0 irgendwas. Die Jungs, die haben Tonnen verschifftet. Ich kenne Jungs, die haben Plompen getickt. Dazwischen ist eine Jungs, die Plompen getickt haben, kenne ich auch. Andi, zähl doch mal ein paar auf, da kennen wir noch einige von. Der große Spanne, doch ich hab dich da nie gesehen. Noch nie. Die einzige Route, die du gefahren bist, war auf deinem Navi-Gericht. Deutscher Rap ist ein großer Haufen Lutscher, ich kann da nicht partizipieren. Das kannst du mit deinen Augen sehen. Ich glaube, ich brauch das nicht argumentieren. Partifizieren, argumentieren ist ein Reim, den ich aber mal belohnen kann. Diese Gesellschaft, sie hat mich gefickt, denn keiner hat an mich geglaubt. Deswegen trage ich eine Viertelmillion am Genick. Jetzt die Hucke. Weil keiner an mich geglaubt hat, trage ich eine Viertelmillion an meinem Neck. Das ist ja dieser Rapper-Talk, ich kann das ja verstehen, das habe ich ja schon immer gesagt.
Der Grund, warum Rapper flexen, ist eigentlich ganz einfach, weil wir alle haben Egos, ob wir es wollen oder nicht. Manche größer, manche kleiner. Auch ich. Auch ich habe manchmal das Bedürfnis, ich habe auch das Bedürfnis zu zeigen, wie weit ich es gebracht habe. Weil wir alle Rapper und alle Künstler und alle Selbstständigen, die es irgendwann gerissen haben, wir mussten einfach unser ganzes Leben durch alle Leute gehen, die einem sagen, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, mach was anderes, mach dies, mach das, mach das. Und irgendwann schaffst du es und dann willst du den Leuten halt mal das Maul stopfen. Manche wollen es dann mehr, manche haben es nötiger oder nicht. So, ich sehe mich selber als einen, ich habe es auch nötig, also ich lege auch Wert drauf, dass ich hier, keine Ahnung, ich trage auch gern, ich will jetzt nicht sagen teure Klamotten, weil Tommy Hilfiger ist jetzt nicht so teuer, aber ich trage auch gern hin und wieder teure Klamotten oder hol mir Schmuck oder sonst irgendetwas, einfach um, ne, man, das ist halt blam, ich bin mir darüber bewusst, es ist blam so, ne, aber es gibt halt manche, die übertreiben es halt so, dass sie dann halt, das ist Bestandteil ihres ganzen Lebens, es besteht nur noch darin, irgendwie zu flexen, und das ist halt irgendwie, das macht einen schwächer und uncooler, als es gewollt ist, wisst ihr, was ich meine? Die wollen ja damit, oh ja, krass und so krass, aber ich denke mir immer so, ich weiß nicht, hat man das wirklich so nötig in dieser... Jetzt hören Sie zu, ich bin laut. Wir kamen einen langen Weg von den Bricks zu den Bricks. Hugo Boss will, dass ich für Sie lauf. Kriegst du nicht für die Extra-Soße auf den Tisch, dann wird es ein In und ein Out. Boah, schwere Songs heute. Schwere Songs heute. Frech, wie du gegen Flair hetzt. Wird die KZ-Reaction auf YouTube kommen? Ja, wenn ich keinen Schlaganfall krieg, dann ja. Schwere Songs heute, sag ich ehrlich, Alter. Schwere Songs. Also auch der Song hat es nicht mehr als zwei Punkte, nicht über zwei Punkte geschafft.